Kalispera, ke Carlos, ihr Tete, oder besser gesagt, hallo und herzlich willkommen zum Krieg. Ja, Mittwochabend, Kriegszeit. The United Legends treffen heute auf Frappé. Ja, unser Gegner aus Griechenland. Ja, sehr, sehr schön. Ich fühle mich da immer noch so ein bisschen verbunden, da ich mal für fast 9 Monate in Griechenland gearbeitet habe. Ne? Eine wunderschöne, unvergessliche Zeit. Aber nichtsdestotrotz steht jetzt erstmal der Krieg im Vordergrund. Und ja, wir dürfen gespannt sein, ne? Wie wir diesen letzten Rush-Krieg für die Woche gut über die Bühne bekommen. Aber ihr wisst selber, im Rush ist immer alles möglich. Jeder versucht natürlich immer sein Bestes zu geben, ne? Seine Teams optimal aufzustellen. Aber ja, die berühmten 6 Steine, ihr kennt es selber, ist halt nicht immer ganz so einfach zu finden. Aber dennoch versucht man hier natürlich immer wieder das Beste draus zu machen. Ich hoffe natürlich, dass ich heute meine 6 Angriffe erfolgreich gestalten kann, ohne irgendwie welche Bugs oder einfach aus dem Krieg geschmissen zu werden. Das ist nicht so schön, ne? Aber toi, 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 drücken wir die Daumen. Ja, was die gegnerischen Devs angeht, es ist eigentlich immer fast schon so wie bei dem letzten Krieg. Entweder steht Alfrike als Tank, beziehungsweise Aramis. Ansonsten, ja, wenn die Mutter nicht steht, hat man meistens halt immer einen Death-Downer, wie hier zum Beispiel der Wächter-Gorilla und rechts Carlo, beziehungsweise wenn die Mutti steht, oder haben wir das überhaupt hier diesmal? Haben wir, nee, haben wir gar nicht. Also Mutti und Carlo haben wir hier nicht zu stehen. Okay. Ja gut. Dennoch nicht unterschätzen. Ne? Ja, Milady Defender ist und bleibt halt immer noch so ein bisschen ein Teufel. Gerade bei Rush sollte man sie schon schnellstmöglich wegbekommen. Okay, gut, da würde ich sagen, sehen wir uns gleich zum allerersten Angriff. Also bis gleich. So, wir kommen zum ersten Kampf. Wir schnappen uns gleich den ersten Gegner und schauen einfach mal, was das Bord heute für uns bereitet. Okay. Aha, okay. Viel Blau. Okay. Ich wollte gerade eben sagen, okay, wenn wir jetzt vielleicht eventuell Mickey mitgenommen hätten, ne, wäre das schon mal sehr schön gewesen als Support. Aber wir müssen halt mit dem arbeiten, was wir da haben. Okay. Ja, ziemlich viel Blau. Wir haben Gelb. Und wir bekommen Gelb zumindestens in 3 Zügen auf 6 Steine zusammen. Gut, machen wir es erstmal so. Dann machen wir das Ganze so. Dann machen wir das Ganze so. Wir sind ja noch geschützt, ne? Das passt schon mal ganz gut. Jetzt muss man nur mal schauen, ob wir denn irgendwie die rechte Seite wegbekommen. Bei Carlo wird es natürlich knapp. Und das war auch fast schon zu erwarten. Aber okay. Um,
Wir machen einfach mal den Zug. Machen den Ritter an und hoffen, wenn wir jetzt hier lila ghosten, also den Stein nach links schieben, dass eventuell nochmal gelb nachkommt. Oder wie viel hat er denn noch? 130. Ich kann es bloß mal probieren und es funktioniert. Okay. Ja, das hat schon mal sehr schön geklappt. Wunderbar. Dann machen wir das Ganze so. Ja, wir brauchen nichts befürchten. Wir sind ja geschützt durch den Ritter. Machen das Ganze so. Damit sind erstmal wieder die gelben geladen. Ja, Pik schützt uns natürlich. Geben hier nochmal so ein bisschen Attack ab drauf. Und mal schauen, was noch übrig bleibt, wollte ich gerade sagen. Aber okay, wunderbar. Erster Angriff ist schon mal geglückt. Sehr schön. So, Kampf Nummer 2. Ja, ich weiß, man sollte Mickey jetzt nicht unbedingt mitnehmen bei Milady de Winter, ne? Aber wir hoffen einfach mal, dass wir sie einfach vorneweg wegbekommen, ne? Indem wir einfach sagen, okay, wir haben unsere 6 grünen Steine. So, haben wir noch nicht ganz. 3 haben wir auf jeden Fall. Ja, wir könnten jetzt den vorgeschlagenen machen. Wir könnten aber auch aus die unteren grünen spielen, die in lila übergehen. In der Hoffnung, dass da vielleicht was Blaues nachkommt, würde ich den Zug erstmal vorziehen. Okay. Dann machen wir das Ganze so. Dann machen wir das Ganze so. Stopp, stopp, stopp. Nicht so viel, nicht so viel hier. Okay. Jetzt ist die Frage, ne? Wir könnten ja auch auf die Mitte zuerst gehen. Das ist jetzt die große Frage. Gehen wir zuerst auf die Mitte oder... Nee, wir machen es mal so. Wir gehen zuerst auf die linke Seite. Machen Evelyn, Hammertask und Steintonk. Machen das Ganze so. Ich hab's noch gesagt. Okay, ja, da haben wir schön geträumt. Ne? Mickey war jetzt natürlich vollkommen nutzlos. Ah, Toni, Toni, Toni.
Da war ja die Immunität drauf, ne? Ah, schön gepennt. Und damit den Kampf verloren. Ach Gott. Shit. Da haben wir jetzt echt geschlafen. Aber okay, gut. Ach ja, das sind halt immer so diese typischen Anfängerfehler, ne? Wenn man dann schon gar nicht mehr dran denkt. Shit. Aber okay, ja, komm, wir clean den und dann schauen wir einfach mal weiter. So, wie gesagt, den cleanen wir jetzt schnell. Also ich hoffe es zumindest. Ne? Das ist ja bei Rush auch immer so eine Sache. Aber jetzt sieht es auf jeden Fall gut aus. Machen wir das so. Machen wir das so. Machen wir das so. Eins, zwei. So, Morgana soll da, ich wollte schon sagen, fast den Rest machen. Wir gehen hier mal mit Finley drauf. Okay, da wäre er weg. Einmal so. Und so, und der Clean wäre erledigt. Gut, ja, sehen wir uns dann nach 4 Stunden zum Kampf Nummer 4. Also bis später. So, wir kommen zum nächsten Kampf. Ja, dreimal lila. Ich habe lange überlegt, nehmen wir vielleicht doch dreimal gelb mit. Ne? Aber Rush wäre nicht Rush. Wenn wir da einfach mal mit Rot reingehen, ne? Morgana das Bild, die Zwillinge als Support. Ja. Mal schauen. So, okay. Okay, wir könnten hier schon mal Furzis auf jeden Fall dispellen. Das ist schon mal gut. Dann nicht. Dann braucht mir dann sozusagen nur noch ein rotes Match. Wir machen es erstmal so. Machen das Ganze so. Machen das so. Na, kommt schon, okay. Okay, wir versuchen erstmal mit Morgana zu dispellen. Wobei, wir könnten es auch so machen. Wir könnten es auch so machen. Einmal so, einmal so, einmal so, dann sollten wir doch die rechte Seite, okay, so gut wie wegbekommen.
Wie war da jetzt noch 350? Okay. Ich sag mal so, Louis kommt in der nächsten Runde sowieso. Also könnte man summa summarum eigentlich auch wunderbar in ihn reinspielen, ne? Wir machen es mal so. Okay. Machen es so. Holen uns Rot und werden Carlo aus dem Spiel nehmen. Gut, hat es ja schon geklappt. Wunderbar. Ja, sehen wir uns gleich zum vorletzten Kampf. So, wir kommen zum nächsten Kampf. Ja, dreimal lila. Ich habe lange überlegt, nehmen wir vielleicht doch dreimal gelb mit. Ne? Aber Rush wäre nicht Rush, wenn wir da einfach mal mit Rot reingehen. Ne? Marjana Dispelled, die Zwillinge als Support. Ja. Mal schauen. So, okay. Okay, wir könnten hier schon mal Fuzzis auf jeden Fall dispellen. Das ist schon mal gut. Dann nicht. Dann braucht mir dann sozusagen nur noch ein rotes Match. Wir machen es erstmal so. Machen das Ganze so. Machen das so. Na kommt schon, okay. Okay, wir versuchen erstmal mit Morgana zu dispellen. Wobei, wir könnten es auch so machen. Wir könnten es auch so machen. Einmal so, dann sollten wir doch die rechte Seite, okay, so gut wie wegbekommen. Wie war da jetzt noch 350? Okay. Ich sag mal so, Louis kommt in der nächsten Runde sowieso. Also könnte man
Summa summarum eigentlich auch wunderbar in ihn reinspielen, ne? Wir machen es mal so. Okay. Machen es so. Holen uns Rot und werden Carlo aus dem Spiel nehmen. Gut, hat's ja schon geklappt. Wunderbar. Ja, sehen wir uns gleich zum vorletzten Kampf. So, vorletzter Kampf. Ja, schauen wir mal, dass wir alle Helden rechtzeitig auslösen können. Nicht, dass Ludwig hier noch zwei, dreimal auslöst. Sieht natürlich, also die sechs Steine haben wir ja zusammen, ne? Also jetzt hoffen wir irgendwie bloß, dass jetzt hier keine Kaskaden kommen. Ja, der Plan ist natürlich schon so, dass man sagen könnte, der einfachste Weg wäre natürlich die drei Gelben direkt in Alfrike. Dann haben wir oben noch das gelbe Match und unsere sechs Steine werden geladen. Ne? So, jetzt wäre ja aber Rush nicht Rush, wenn jetzt nicht irgendwas Blödes passieren würde. Man könnte auch den Roten nach rechts schieben. Na, das heißt, seine Position wäre dann gelb. Der ganz unterste Gelb würde hochkommen. Und dann könnten wir den Gelben, der, kann ich jetzt irgendwas verschieben? Moment. Könnte man den dann quasi runterziehen. Aber das sind mir irgendwie zu viele Züge. Wir müssen es einfach probieren und hoffen, dass jetzt wirklich nichts nachkommt. Einmal. Zweimal. So, okay. Einen Zug müssen wir noch, dann nehmen wir den blauen. Das wäre geschafft. Leonidas Dorf. Einmal verliehen. Nochmal verliehen. Und dann hätten wir zumindest erstmal die Seite weg. Sehr schön. Holen wir uns Alfrike. Wobei das ganze Khufu ja immer mal so ein bisschen. Mal schauen, ob er wieder steht. Wunderbar. Machen wir es einmal so. Okay.
Gelb kommt nach, sehr schön. Ja, Go ist mal gelb. Und räumen die Seide dann so peu à peu weg. Wunderbar, gut. Sehr schön, dann sehen wir uns gleich zum letzten Kampf. So, wir kommen zum letzten Kampf. Ja, hier haben wir Himeros einfach mal sicherheitshalber als das Pöller mit reingenommen, ne? Für Biquet. In der Hoffnung. Ja, ist halt immer ein bisschen blöd, ne? Normalerweise, ja, das Pöller hin, das Pöller her. Die einen nehmen einen mit, die anderen nicht. Ja, lieber haben als hätte. In der Hoffnung, dass wir hier den letzten Kampf gut über die Bühne bekommen. Okay. So, wir sind ja erstmal geschützt. Wir machen es erstmal so. Kommt Rot nach, okay. Ah, okay, jetzt haben wir uns erstmal. Jetzt haben wir. So würde ich es jetzt überhaupt nicht machen, aber gut. Ja, so wollte man es jetzt eigentlich nicht machen, aber okay. Ja, wir gehen zuerst auf die Seite. Wir gehen zuerst auf die Seite. Ja, nehmen wir jetzt. Ja, jetzt ist wieder das Problem mit Chimeros. Für beide wird es halt nicht lang. Machen wir es erstmal so. Machen wir es so. Wird doch lang, okay. Ja, da können wir das jetzt ganz entspannt runterspielen. Okay, der Ritter will noch nicht weg. Ja, aber alleine, wie gesagt. Alleine kann er halt nicht so viel bewirken, ne? Machen wir das Ganze so. Ja, haben jetzt unser blaues Match. Ja, gut, sehr schön. Da würde ich sagen, Chimeros regelt. Und der letzte Kampf wäre ebenfalls geglückt. Gut. Wunderbar. So, da schauen wir gleich mal auf das Zwischenergebnis. Ja, herzlich willkommen, würde ich sagen. Oh Gott. Ja, es ist schon ein bisschen spät, ne?
Herzlichen Glückwunsch an Timo, ne, zum perfekten Krieg. Sehr, sehr schön gemacht. Ja, 251 Punkte. Ja, mit dem grünen Team hat man das Ganze halt ein bisschen versemmelt, beziehungsweise durch das Auslösen von Mickey, der was dann überhaupt keine Bewandtnis hatte, ne, durch die Immunität, aber ja, okay, ich denke, wir können schon ganz zufrieden sein. Das passt schon. Klar, wenn man dann immer gerne noch den sechsten hinterher, aber so ist es halt. Ja, Zwischenergebnis, wie schaut es aus? Ja, noch lange, lange zu spielen. 74 Flaggen für uns, 100 für den Gegner. Ja, also hat halt 26 Flaggen noch Vorsprung. Wir werden es morgen sehen. Na, ich werde es auf jeden Fall unter das Video eintragen, das Ergebnis, damit ihr seht, wie es ausgegangen ist. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Wochenende wieder. Macht's schön, Gudi, euer Toni. Ciao, ciao.